Leute, ich begrüße euch zum großen Showdown hier mit Aaron. Und mir geht natürlich jetzt dann die Nahrung aus. Es gibt kein Entkommen. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Wo bist du? Langsam. Beschaffe die drei Ursteinfragmente. Das habe ich mir schon gedacht, aber wo sind die? Und ich kann natürlich mal wieder nicht spähen. Ich rutsche ab. Da unten ist, glaube ich, einer. Es gibt keinen Entkommen. Der ist ja bescheuert zu steuern. Ich krieg dich. Nein, runter mit dir. Aaron mehrfach. Da oben ist noch einer. Mist, da war ich ja gerade erst. Aaron mal 3. Das sieht alles gar nicht gut aus, Leute. So dumm bin ich doch gar nicht. Materialisiert die sich immer wieder an derselben Stelle, oder? Ja. Mist. Andere Seite. Nehmen. Ach, das ist das vom Aldous. Vom Orion. Wir sind wieder bei Orion gelandet, am Anfang sozusagen. Ups. Okay. Knackig, Leute. Richtig anspruchsvoll. Okay. Aaron, das kann doch alles nicht gesund sein, was du da tust. Mich aber. Sieht sie mich hier, oder? Sie verletzt mich in jedem Fall. Kämpfe! Nein! Mist. Ich habe keine
keine Ahnung mehr, Leute. Das war's gleich. Verräter! Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt den Stein da drüben. Den habe ich geholt. Da unten, den habe ich noch nicht wieder geholt. Und der andere ist hier. Hier irgendwo. Hier ist er. Oh man. Das klappt niemals. Ich habe noch mal ein Stück zurückgesetzt und habe praktisch den Kampf mit dem Monster vermieden, um quasi mehr Nahrung zu haben. Weil die Erin ist einfach heftig. Die macht Schaden. Auch wenn sie einen nicht direkt erwischt. So, jetzt habe ich hier. Nimm ihn. Was hast du vor? Mich erneut zu töten? Komm schon raus! Mich noch erwischt. Aber jetzt bin ich bei dem dritten. Ich hoffe, das bringt was, Leute. Das alles nicht mehr. Okay. Und jetzt? Wohin? Wo ist sie? Wo sind wir? Und wo müssen wir hin? Müssen wir uns beeilen oder haben wir Zeit? Garrett? Kann ich runter? Hallo? Spring doch jetzt aber. Ich kann nicht pushen. Ich hab genug. Bring es hinter dich. Garrett! Garrett, ich rutsche! Ganz ruhig. Die Kralle! Gib mir die Kralle! Garrett! Nein!
Tja, Leute. Das war das Ende von Thief aus dem Jahre 2014. Leute, was... Ich muss... Puh. Ich habe jetzt mit diesem Review so ein bisschen meine Probleme, ganz ehrlich. Ich fühle mich so unglaublich ganz, ganz stark erinnert an Let's Play Murdered Soul Suspect. Auch da war es ja so, dass das Square Enix gemacht hat und... Wie formuliere ich das jetzt? Oh, Rihanna Pratchett, die ist auch recht bekannt. Hat, fürchte ich, nicht viel gebracht. Was will ich damit sagen? Wie soll ich... ich tue mir echt schwer. Ich wünschte, ich hätte dieses Spiel lieber gemocht. Ich formuliere es mal so. Dieses Spiel hat eine ganz, ganz grandiose Atmosphäre. Und ich fürchte, das ist auch echt der einzige positive Punkt, der mir so spontan über die Lippen kommt. Das wird einfach überschattet durch so viele, ja, Defizite, die dieses Spiel hat. Ich nenne es mal so. Angefangen von Bugs, die wir im Spiel haben. Zum Beispiel, dass Figuren so wachen oder so einfach durcheinander plappern. Dass wir immer wieder, egal von welcher Partei wir Anhänger vor uns haben, immer wieder diese Suppenküche zu hören bekommen. Oder dass Rock-Szene oder dass ein Zahn wackelt oder das ist mal das eine. Dann haben wir einfach auch das Thema, dass diese durchdrehenden Figuren, das sind so Figuren, die praktisch rotieren. Das ist ein ganz alter Fehler in Spielen, wo ich eigentlich ehrlich gesagt gedacht hatte, dass es das gar nicht mehr gibt. Also das habe ich ewig schon nicht mehr gesehen. Ja. Dann haben wir halt auch noch so Sachen wie, dass wir, ich weiß echt nicht, wie ich das sagen soll. Ich will ja nicht zu viel Negatives über dieses Spiel sagen, aber, dass er einfach manchmal irgendwo nicht runterspringen will, ja, dass, wir an bestimmten Punkten, wo um die Ecke Spähen so wichtig wäre, einfach nicht spähen können. Dass wir... Und das ist natürlich spieltechnisch verständlich, aber rein logisch ist es unlogisch, sage ich mal, dass wir bestimmte Lichter einfach nicht ausmachen können. Also eine Flamme, eine Fackel, die an der Wand hängt, die kann ich ausmachen mit meinem Pfeil. Eine Laterne, die auf dem Tisch steht, die ist unzerstörbar. Da kann ich auch nicht hin und die ausmachen. Was soll denn diese Logik sein dahinter, ja? Da hätten sie sich was Besseres ausdenken müssen. Wir haben auch immer das Thema, dass immer wieder die gleichen Animationen kommen. Sei es, dass wenn wir von einem Bereich zum anderen wechseln, dass dann wir immer wieder uns da durchquetschen müssen, immer wieder derselbe Balken angehoben wird. Wenn wir in ein Haus reingehen, dann müssen wir immer auf die gleiche Art und Weise das Fenster anheben. Es ist immer das Gleiche. Wir kommen auch x-mal zu denselben Bereichen in der Stadt, wo ich sage, ja okay, das ist, wenn man so Nebenquests macht, ganz verständlich. Aber auch in der Hauptquest sehe ich einen und denselben Ort so oft. Das ist einfach schade. Das ist so schade. Das Spiel hätte... hätte was Besseres verdient. Und ich möchte ganz ehrlich nie wieder den Namen Polly Adler hören. Das ist einfach, das war so daneben meiner Meinung nach.
Das ist mal das, was so das Gameplay und so weiter betrifft. Ich möchte auch sagen, ich bedauere es sehr, dass dieses Spiel keine wirklich mitreißende Story hat. Diese Geschichte um Garrett und Aaron, um Aldous und um den Baron Northcrest, das hätte man viel besser aufbereiten können, viel spannender und interessanter vor allem aufbereiten können. Und ich fürchte, das liegt auch daran, dass hier eine Menge Charaktere sind, jetzt nicht übertrieben viel, aber ausreichend viele, und die alle so oberflächlich geblieben sind. Angefangen von Garrett und Aaron. Vielleicht hätte man da mehr Vorgeschichte platzieren müssen, das weiß ich nicht, aber auch so Charaktere wie Basso oder wie die Königin der Bettler oder ja auch so was wie der Architekt, der ganz kurz nur gezeigt wird und dann hängt er sich schon auf. Hallo, was soll denn das sein? Ja, also weil wir es hier auch sehen, die Filmmusik, ich finde sie ein bisschen zu melodramatisch, muss ich sagen, aber noch okay, ja, noch okay. Ja. Puh. Also das sind jetzt einfach mal so die Punkte, die ich benennen wollte. Wie schon gesagt, ich hätte das Spiel wirklich gerne lieber gemocht, als ich es mag. Ihr könnt mir gern eure Meinung dazu sagen und vor allem auch, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir in die Kommentare, bitte. Vielleicht nehme das nur ich so wahr. Auch die Steuerung war für mich bis zum Ende nicht intuitiv. Das kann aber wirklich nur an mir gelegen haben. Also bitte da, das ist, und jetzt auch hier zum Beispiel, die Musik ist auf dem Höhepunkt und bricht einfach ab. Was soll das? Was ist das? Ich hab einfach das Gefühl, ein Spiel, das absolut begeisternd sein könnte, vor mir zu haben, das aber total lieblos gemacht wurde. Und das ist schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Und ich habe ehrlich gesagt auch kein Interesse, jetzt die Nebenquests, die noch offen sind, durchzuspielen. Ich denke mal, das könnte man noch tun. Man könnte jetzt zum Basso gehen und zu dem Vittori und auch zu dem Hector. Aber mir steht gar nicht danach. Vielleicht mache ich mal irgendwann einen Special, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen, weil dieses Spiel regt mich so gar nicht an, es erneut zu spielen. Und das ist bitter für mich, weil ich glaube, da wäre deutlich, deutlich mehr drin gewesen. Für mich macht das so ein bisschen den Eindruck, als wäre da der Rotstift angesetzt worden irgendwo und das Spiel hätte besonders günstig entwickelt werden müssen. Das ist aber jetzt reine bösartige Spekulation und Mutmaßung von mir, Leute. Ich weiß nicht, ob hinterher jetzt hier noch was kommt. Ich habe, wie schon gesagt, auf jeden Fall deutlich bessere Spiele von Eidos Montreal und von Square Enix gesehen. Also, schreibt mir eure Kommentare, Leute. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Let's Play, das mir dann hoffentlich mehr zusagt, wiedersehen. Ich werde ein Spiel auswählen, da gebe ich mir jetzt dann Mühe, das auf jeden Fall storyhaltiger ist, ganz sicher. Und mal sehen, wo es lang geht. Vielleicht kommt hier am Schluss jetzt noch eine Szene, wer weiß. Ich sage euch auf jeden Fall schon mal jetzt, macht's gut, bis zum nächsten Mal und würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch lässt, auch bei diesem Spiel, und würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Let's Play wieder begegnen. Also, bis dahin, ciao!